Darmstadt, es sind unfassbare Szenen, in der Nacht zu Sonntag schlossen sich mehrere Menschengruppen, zum Teil vermummt, zusammen, um gezielt Polizisten bei einem Musikfest in Darmstadt anzugreifen. Ausrufezeichen nach Ende des Schlossgrabenfestes, unter anderem Popstar Nico Santos trat auf, gegen 1 Uhr versammeln sich die Randalierer zunächst im Herrengarten. Gegen 2.10 Uhr dann eskaliert die Situation, Flaschen und Steine fliegen auf die Polizisten. Was zu dem Gewaltausbruch führte, bislang unklar. Gegen 1 Uhr war das Fest beendet, die Zuschauer strömten langsam vom Gelände. Foto, deutsche Presseagentur. Unterstützung wird angefordert, Beamte aus mehreren Polizeipräsidien und der Bundespolizei unterstützen die Kollegen, ein Hubschrauber kreist über dem Platz. Die Polizisten müssen sich mit Schilden gegen die Flaschenwürfe schützen. Foto, Jürgen Mahnke. Szenen wie am 1. Mai in Berlin. Warum es so eskalierte, ist noch unklar. Foto, Jürgen Mahnke. Die Polizei Südhessen twittert in der Nacht, unsere Einsatzkräfte gehen entschlossen gegen die Störer im Herrengarten vor. Obwohl die Chaoten weiter Flaschen schmeißen, kann der Bereich schließlich geräumt werden. Eine junge Polizistin wurde verletzt, wird von einem Kollegen weggeführt. Foto, Jürgen Mahnke. Auch die Polizeihundeführer waren im Einsatz. Foto, Jürgen Mahnke. Die Polizei riegelte den Herrengarten ab. Foto, Jan Hübner. Mehr als 80 Tatverdächtige wurden festgenommen und unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet. Einer von mehr als 80 Polizisten haben einen Störer festgenommen. Foto, Jürgen Mahnke. Verdächtige Personen werden durchsucht. Foto, Jürgen Mahnke. 15 Polizeibeamte wurden verletzt. Motiv und Herkunft der Täter sind noch unklar, so die Polizei. Bei den Festgenommenen handle es sich überwiegend um Männer, allerdings seien auch Frauen darunter. Für einen politischen Hintergrund der Attacke gab es zunächst keine Hinweise, wie der Sprecher weiterhin sagte. Eine Gruppe Festgenommener am Morgen danach. Foto, deutsche Presseagentur. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich dabei nicht um eine spezielle Gruppierung. Viele der festgenommenen Personen waren jedoch stark angetrunken, sagte ein Polizeisprecher. Polizeipräsident Bernhard Lammel verurteilt die Angriffe auf die Polizei aufs Schärfste, solch ein Gewaltausbruch ist mit nichts zu rechtfertigen. Mehr aktuelle News aus Frankfurt und Umgebung lesen Sie hier auf frankfurt.bild.debs. Sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild Frankfurt? Und folgen Sie uns auch auf Twitter.